Jetzt hat sich ja unser Bundesarbeitsminister Heil mit Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Sozialverbänden und der Agentur für Arbeit getroffen. Und da geht es halt darum, wie können diese Geflüchteten möglichst schnell integriert werden. Das fängt ja an bei den Kleinsten in der Kita, dann geht es zu der Schule, zu Azubis, Studium und natürlich die Berufstätigen. Frau Schweiger, fangen wir mal bei den Kleinsten an. Gibt es denn da genügend Angebote an Kinderbetreuung? Naja, also da kann man jetzt natürlich kein überzeugtes Ja sagen, weil die Situation war ja vor 8 Wochen schon angespannt. Kita-Personal ist knapp, das wissen wir. Aber auch hier hat jetzt die Regierung schon mal sehr schnell gehandelt und hat gesagt, es sind auch Ausnahmen natürlich vom Anstellungsschlüssel möglich. Also man muss jetzt einfach schauen, inwieweit man hier ukrainische Kinder, die schon gemeldet sind, die da vor Ort sind, mit aufnehmen kann, ob die dann 30 Stunden in der Woche in den Kindergarten gehen müssen oder ob das auch mal reicht, wenn die 2-3 Mal die Woche 3-4 Stunden da sind, wenn die dann da sind, wenn die Mutter vielleicht einen Sprachkurs macht. Also da müssen wir uns einfach lösen von unseren ganz starren Vorgaben, sondern müssen einfach schauen, was macht Sinn, was ist leistbar, was macht für das Kind, für die Familie gerade Sinn, was macht aber auch in der Gruppe Sinn und was ist für die Betreuerinnen und Betreuer sinnvoll. Und wenn man im Moment läuft es so, dass man vor Ort möglichst viel Kompetenz lässt. Das ist ja völlig anders als in Corona, da wurde uns ja jeglicher Entscheidungsspielraum abgenommen, also quasi fast genug zum Atmen. Und hier ist eine ganz andere Herangehensweise. Man sucht einfach auch die Rückmeldung, sagt, was sind die Themen? Und die Staatsregierung, jetzt gerade auch das Innenministerium, versucht schon relativ schnell hier zu sagen, jetzt machen wir mal das, wenn euch das wirklich weiterhilft. Wir werden hier in einem immerwährenden Prozess sein und uns abstimmen müssen. Und ich habe es ja vorher gesagt, wenn eine ukrainische Erzieherin mitkommt, dann muss man einfach schauen, inwieweit kann man die in so einer Gruppe mit integrieren, dass sich die Kinder an den Fremd fühlen, aber dass man halt auch irgendwie eine Integration hinbekommt, dass auch unsere Kinder nicht plötzlich Angst haben, weil sie die ukrainische Erzieherin nicht verstehen. Also das, aber ich habe da Vertrauen, weil da sind viele Fachleute da und wenn einfach der Wille da ist, da helfen zu wollen und die Herausforderung stemmen zu wollen. Und ich erlebe es eher so, dass die jetzt sagen, wo kann ich meine Kinder abgeben? Ich will arbeiten, ich will mich kümmern, ich will mich einbringen. Und wenn diese Grundbereitschaft da ist, dann glaube ich, findet man auch da eine Lösung. Ich denke, es wird am Ende von der Anzahl abhängen, die kommt. Bei uns ist es so im Landkreis, wir haben jetzt 1000, das ist ungefähr 2/3 aus der 15-16er Welle. Ich finde, das ist schon ganz schön viel für diese paar Wochen. Und bisher ist es relativ gut gelaufen, auch weil wir bayernweit noch nicht 1:1 Königsteiner Schlüssel verteilt haben, weil natürlich die Kollegen, die jetzt auch noch Kapazitäten haben, teilweise über ihren Schlüssel aufnehmen. Also das verteilt sich halt so ein bisschen bayernweit. Aber wenn das jetzt, ich sage jetzt mal fast exponentiell wächst, dann wird's schwierig. Also bei uns laufen jetzt diese Arbeitsschritte an. Wir haben jetzt einfach so von vornherein bei der Registrierung, fragen wir schon, was die für einen Beruf haben, was die für Sprachen sprechen, dass das schon mal leichter wird. Und bei der Schule ist es auch so, also wir haben jetzt schon einen Lehrermangel. Von daher muss man einfach auch schauen, wie unbürokratisch lässt man Stundenerhöhungen zu, wie unbürokratisch lässt man auch andere mit dazu und mithelfen. Aber da ist einfach der Wille im Moment sichtbar, dass man das möchte. Und nur so geht's. Und das ist wirklich ein Experiment, aber eine Herausforderung, die klappen muss. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie klappen wird, dass man uns einfach mit einer, ich sage immer, es ist machbar, aber es ist anstrengend. Vielen Dank, Alexander Holt, auch ein bisschen für das Lob, für die Kommunen. Bei mir ist es so, es trifft halt jetzt wieder die Mitarbeiter, die seit 2 Jahren testen, impfen, Fragen an der Corona-Hotline, sämtliche Vollzugsfragen für Vereine, für Betriebe,
für Bußgelder, wenn man um 21.10 Uhr noch irgendwie seine Mülltonne rausgebracht hat und Ausgangssperre hatte. Also diese ganzen verzwickten Dinge, die sich alle 10 Tage geändert haben, das haben die Mitarbeiter jetzt in den Knochen, die jetzt schon wieder seit Wochen Ausländeramt, Sozialamt, Unterbringung, Weitervermittlung, Anmietung halt auch wieder am Schirm haben. Und da muss man einfach auch darauf achten, dass sich das einigermaßen ein bisschen verteilt von der Herausforderung, weil am Ende sind es immer die gleichen, die da in der Belastung sind. Aber das ist jetzt einfach ein hausinternes Thema, das aber halt in jedem Landratsamt jetzt ähnlich gelagert ist. Es steht und fällt mit der Menge, die kommt. Das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Frau Schweiger hat schon angesprochen, Thema Schule und Lehrermangel, der ja auch bei uns herrscht. Jetzt habe ich gehört, dass seit über 20.000 Schülerinnen und Schüler bei uns in Deutschland ja aufgenommen worden in der Schule oder in der Berufsschule. Man rechnet mit 250.000, Frau Stark-Angermeier. Ist das denn stemmbar? Die Aufnahme in den schulischen Kontexten, genau. Also ich glaube, das wird eine große Herausforderung. Das war es auch in der 2015er Welle. Das muss man einfach auch klar sagen, dass gerade Ausbildung und Schule und Sprache und Übergangsklassen eine große Herausforderung letztendlich sind. Gleichzeitig bringen diese Menschen nochmal ganz andere Kompetenzen einfach auch nochmal mit, denn bestimmte Sprachneugierde und auch bestimmte Grundlagen nochmal in einer ganz anderen Art und Weise. Was ich sagen kann, ist, was bereits auch entstanden ist, und das hat die Landrätin gerade angesprochen, weil es im Kindergartenbereich gibt es sozusagen Angebote nicht im kompletten sozusagen pädagogisch betreuten Bereich, sondern einfach kleinere Gruppen, die auch an Randzeiten oder an Vor- oder Nachmittagen kombiniert mit Sprachkursen für vor allem die Frauen auch da sind, damit die letztendlich schnell einfach auch mit reinkommen. Das andere ist natürlich genau dasselbe in den Schulklassen. Der Klassiker, die Rahmenbedingungen sind so, dass sie innerhalb der ersten 3 Monate sind die Kinder, die dass die schulpflichtige Alter haben, müssen in die Schule gehen, erst nach 3 Monaten. Viele sagen aber, sie wollen eigentlich sofort in die Schule. Das ist der eine Teil. Und das ist das andere, was wirklich nochmal auch anders ist als in der anderen Bewegung. Sie sind Schule gewohnt, sie sind auch digitale Schule gewohnt. Und was wir auch haben und auch da die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen und die Räumlichkeiten auch mit zur Verfügung stellen, ist, dass sie weiterhin beschult werden von ihren Lehrerinnen, die noch in der Ukraine sind. Vielleicht darf ich da bestimmten Situationen. Vielleicht darf ich da auch kurz noch ein bisschen ergänzen. Schule ist natürlich da noch ein gutes Stück komplexer als Kita-Betreuung. Aber auch noch wichtiger, würde ich fast sagen. Es geht da ganz intensiv darum, dass man den Jugendlichen und den Kindern da wieder Normalität bietet, dass man ihnen Halt bietet, dass man Sicherheit, Geborgenheit. Sie haben ja vorhin geschildert, dass auch viele mit traumatischen Erlebnissen kommen, aber vor allem auch einen geregelten Tagesablauf. Und deswegen hat unser Kultusminister Michael Piazzolo ganz schnell da die Unterstützung zugesagt. Auch da wieder herzlichen Dank an die Schulen, an die Lehrkräfte, die das alles jetzt stemmen. Auch die sind ja in den letzten Jahren intensiv belastet gewesen. Und jetzt kommt im Grunde die nächste Belastung. Ich war aber schon an mehreren Schulen und habe festgestellt, dass das wirklich in bewundernswerter Weise jetzt gemacht wird. Und zwar auf folgende Art und Weise. Der Kultusminister hat einen Rahmenplan bekannt gegeben, der die Einrichtung von pädagogischen Willkommensgruppen beinhaltet. Ich habe jetzt die tagesaktuellen Zahlen. Bisher sind 8.000 schulpflichtige Kinder inzwischen in Bayern angekommen, die inzwischen in 300 solchen pädagogischen Willkommensgruppen betreut werden. Das ist so eine Mischform, ja, weil die Schulpflicht beginnt ja in der Regel eben erst nach 3 Monaten. So eine Mischform, dass sie in Schulklassen, in Schulveranstaltungen, in normalen Unterrichtsstunden, aber auch in speziellen Unterrichtsstunden so langsam an unsere Schule herangeführt werden, halte ich für ganz wichtig. Wir haben auch inzwischen trotz Lehrernot, wir haben
1000 Lehrkräfte, die sich genau diesem Thema widmen. Also das finde ich schon sehr, sehr beachtlich für 8000 Schülerinnen und Schüler in 300 Gruppen, 1000 Lehrkräfte. Und das sind sowohl reaktivierte Pensionierte, das sind welche, die jetzt aus der Ukraine mitgekommen sind, die ganz wichtig sind natürlich, weil wir nicht nur die deutsche Schule, den Kontakt, die Integration fördern wollen, sondern weil die ja auch natürlich die Bindung zur Heimat nicht verlieren sollen. Das sind natürlich auch Drittkräfte da, Lehramtsstudierende, Referendare, aber auch einfach ehrenamtliche Kräfte, die entsprechende Fachkenntnisse haben. Das halte ich für wahnsinnig wichtig und das Kultusministerium lässt da auch die Schulen dabei nicht allein. Dieser Rahmenplan, ich habe mal angesehen, der ist relativ dick und zwar nicht, weil da viele Vorschriften drin wären, sondern weil der alle Möglichkeiten eröffnet. Ja? Also ohne große Vorschriften zu machen, es ist alles möglich, was gut tut, alles möglich, was vor Ort zu leisten ist. Und wo man vor Ort pädagogisch feststellt, das wäre jetzt der richtige Weg. Und es sind viele Handreichungen mit dabei, die man aufgreifen kann. Und das Kultusministerium unterstützt auch im weiteren Verlauf eben durch Good Practice-Beispiele und ähnliche Dinge, durch pädagogische Konzepte, die da mitgeliefert werden. Also ich glaube, da sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg. Wichtig ist auch, das Ganze ist schultypübergreifend. Also wir machen jetzt nicht den Fehler zu sagen, naja, die können alle kein Deutsch, die müssen alle in die Förderschule oder ähnliches, sondern das ist wirklich begabungs- und neigungsabhängig, die Kinder jetzt in einen Schultyp kommen und Bekanntschaft mit dem Schultyp machen, der zu ihnen passt. Frau Schweiger, es heißt, Sie wollten sowieso was sagen. Ja, bitteschön. Ja, ich wollte das mit der Schule nochmal anknüpfen, ohne Ihre Frage vorne wegzunehmen. Mhm. Aber es ist einfach wirklich gut geregelt, dass im Moment weiß zum Beispiel bei mir im Landkreis jede Realschule, welche die koordinierende Realschule ist. Jedes Gymnasium, welches das koordinierende Gymnasium ist. Das heißt, egal zu welcher Schule der ukrainische Schüler, Schülerin kommt, der sagt, ich bin hier, ich bin in dem Alter, in welche Schule muss ich denn gehen? Dann wird das einfach weitergemeldet. Also die Grundschule auf ihrer Ebene, die Mittelschule auf ihrer, die Gymnasium und Realschule jeweils auf ihrer. Und dann wird es in die Schulkoordinierungsgruppe auf Landkreisebene weitergemeldet. Und dann muss man sich natürlich im Einzelnen im Laufe der Zeit mit dem Schüler auseinandersetzen, mit dem Leistungsstand, wo er am besten aufgehoben ist. Aber wie es der Herr Holt gesagt hat, es trifft eben, also alle Schulen sind beteiligt, alle sollen auch mitmachen. Und die Koordination, der Weg, also der Zugang ist relativ niederschwellig organisiert. Wie herausfordernd es dann natürlich wird, je nach Wissensstand etc., die dann und Sprachstand natürlich, die dann wirklich in eine Schule zu bringen, wo es passt, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber ich finde, wir müssen im Moment einfach zufrieden sein, wenn die Grundstrukturen schon mal passen, an denen man aufbauen kann. Und es gibt ja noch ein anderes Thema. Viele ukrainische Flüchtlinge haben bei uns ukrainischen digitalen Unterricht mit ihrer ukrainischen Lehrerin, die auch geflüchtet ist. Diese Situation gibt es ja auch. Es ist natürlich die Frage, wie lange wird das halten? Wenn es über mehrere Monate geht, wird die Frage sein, wenn man sich nicht lieber in Deutschland auch ins Schulsystem einbringen und wirklich auch hier die deutsche Sprache lernen. Aber wir haben es ja vorher gehört von der Frau Stark-Angermeier, die sind ja mit unterschiedlichen Erwartungen gekommen. Die schon länger da sind, sind ja mal los, um zu sagen, jetzt schauen wir mal, dass wir wegkommen. Eigentlich in der Hoffnung, dass wir das ein, zwei Wochen wieder zu Hause sind und bis dahin hält man sein altes Leben aufrecht mit Digitalunterricht etc. Das ändert sich jetzt sicherlich von Woche zu Woche. Und es wird einfach über allem das Fragezeichen sein, wie lange dauert der Krieg und wie schnell kann man überhaupt wieder in seine Heimat oder muss sich überlegen, es ist so viel Aufbauarbeit da, will ich oder will ich hier bleiben? Und das kann ja im Moment niemand sagen. Frau Stark-Angermeier, Sie wollten noch was sagen. Ich wollte einfach noch mal was ergänzen. Es ist wunderbar, dass sozusagen wirklich das Schulsystem, die hier eine sehr große Offenheit hat. Ich möchte gerne zwei Problemlagen Ihnen gerne mitgeben. Nicht alle Kinder, die kommen aus sozusagen guten und gebildeten Verhältnissen.
Das heißt, wir haben momentan einfach auch Kinder, die selber aufgrund von anderen Rahmensituationen oder vorhergehenden Kriegssituationen selbst schon Waisenkinder sind, selbst schon einfach oder aber auch in Einrichtungen in der Ukraine waren und körperliche Einschränkungen haben, also Menschen mit Behinderung, schlicht und ergreifend. Und wir haben Menschen, die auch kommen, momentan mit einer größeren Gruppe, derzeit auch in Oberbayern ankommen, die aus anderen Ethnien kommen, wie zum Beispiel die Roma. Und die Roma-Kinder haben ein anderes Thema, mit unserer Schule umzugehen. Und das ist nochmal ein Phänomen, wo ich einfach nochmal deutlich machen möchte, dass wir hier auch, und zwar nicht nur schulisch-didaktisch gute Antworten brauchen, sondern auch sozial pädagogische Antworten auch brauchen und da auch Hand in Hand mit den ganzen sozialen Institutionen umgehen. Eine gewisse Herausforderung. Also ich hatte das gerade heute Morgen im Krisenstab bei uns eine Diskussion mit ungefähr 50 Roma-Kindern, die wir momentan in München haben und gut in eine Versorgung bringen wollen. Und das ist nochmal ein anderes Phänomen, was die Versorgung, auch gerade die medizinische Versorgung auch von Kindern mit Behinderung in der Ukraine nicht in den Standards hin als wie bei uns. Und hier versuchen wir gerade auch alle Träger, nicht nur die Caritas, sondern alle Träger, auch Menschen mit ihren Kindern mit der Behinderung auch in unseren Einrichtungen also einbinden zu können. Wir brauchen diese auch. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Kinder, die kommen. Das will ich nochmal mit Ihnen mitgeben, dass wir hier auch eine Offenheit brauchen, hinzugucken von allen Systemen. Und noch ein anderes Thema, was nochmal viel problematischer ist, die auch geflohen sind und die momentan durch alle Räder fallen. Das sind unsere Drittstaatler, so nenne ich das. Das sind Menschen, die in der Ukraine eine Ausbildung aus einem anderen Land, meist auch aus afrikanischen Ländern, oder anderen asiatischen Ländern in der Ukraine eine Ausbildung begonnen haben oder auch einen Studienplatz hatten, sehr viel auch in medizinisch-pflegerischen Kontexten, die momentan bei uns gar keinen Status haben, sprich letztendlich über das Asylgesetz, eigentlich müssten sie sozusagen wieder zurückgeführt werden oder in ihr Heimatland zurück. Und auch das können sie nicht. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall noch politische Antworten. Ich kann ganz sagen, wir haben gerade in einem kirchlichen Haus gerade 40 Studierende einer medizinischen Fakultät als Drittstaatler. Sind gerade dabei, irgendwie zu gucken, wie wir mit denen Situationen auch kommen. Die sind auch geflohen und die sind auch nochmal unterwegs und die werden wir auch nicht natürlich in den anderen Mengen gerüsten, aber die werden wir auch haben und die werden die gerade auch unsere behördliche Seite schon auch nochmal ganz schön herausfordern. Da brauchen wir politische Hilfe.